erste zu Wort gemeldet. Erste Rednerin in der gestrigen Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt war Alef Korun von den Grünen. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Mit dem Ermächtigungsgesetz sollen 40 Stück Nachtsichtferngläser der Republik Serbien überlassen bzw. übereignet werden, im Wert von ca. 55.000 Euro. Es geht weniger um die Summe von 55.000 Euro, vielmehr geht es darum, dass man mit diesen Nachtsichtferngläsern offensichtlich schutzsuchenden Menschen mit Nachtsichtgeräten in Grenzgebieten hinterher zu jagen plant und dass das mit österreichischem Bundeseigentum passieren soll. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die EU keine Schritte unternimmt, um legale Fluchtwege zu schaffen. Wenn keine legalen Fluchtwege vorhanden sind, gleichzeitig sich darüber zu beschweren, dass flüchtende Menschen, schutzsuchende Menschen nicht legal in die EU gelangen, ist gelinde gesagt ein ziemlicher Widerspruch. Deshalb werden wir dieser Vorlage nicht zustimmen, weil das eine völlig kontraproduktive und alles andere als nachhaltige Politik ist, einerseits alle legalen Fluchtrouten abzuschneiden. Auch mit diesen ersparen Sie sich Ihre Zwischenrufe, Herr Kollege, die sind wir gewohnt von der FPÖ. Ja, schreien Sie bitte, schreien Sie nach Kräften. Ja, genau. Also mit Nachtsichtgeräten soll schutzsuchenden Menschen nachgejagt werden und wir können das nicht akzeptieren und wir können dem nicht zustimmen, weil gleichzeitig eine Flüchtlingsabwehrpolitik zu machen und sich dann darüber zu beschweren, dass keine legalen Einreisen von Flüchtlingen stattfinden, ist doppelbödig. Für diese Politik sind wir nicht zu haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.